Dass man sich heute mit dem Problem der Aggression immer mehr beschäftigt, braucht einen kaum zu wundern. Wir haben Kriege hinter uns, wir erleben Kriege in der Gegenwart und wir fürchten uns vor einem Atomkrieg, für den sich alle Großmächte rüsten. Gleichzeitig fühlen sich die Menschen ohnmächtig, daran etwas zu ändern. Sie sehen, dass die Regierung scheinbar bei aller Weisheit und allem guten Willen es noch nicht einmal zustande bringen, das atomare Wettrüsten zu verringern oder zu stabilisieren. Und so ist es verständlich, dass die Menschen auf der einen Seite gerne wissen möchten, woher denn die Aggression kommt, und dass sie auf der anderen Seite aber auch sehr empfänglich sind für Theorien, die sagen, dass die Aggression gar nicht von den Menschen selbst geschaffen wird, gar nicht an sozialen Bedingungen liegt, sondern in der Natur des Menschen liegt. Und genau diese Position, die wurde sehr populär durch ein Buch von Konrad Lorenz, das vor einigen Jahren erschienen ist, vom sogenannten Bösen zur Naturgeschichte der Aggression. Die These des Buches ist ganz einfach, nämlich, dass Aggression ständig und spontan im Menschen erzeugt wird, in seinem Gehirn. Dass es ein Erbe ist unserer tierischen Ahnen, und dass diese Aggression immer mehr steigt, immer größer wird, wenn sie kein Ventil hat. Dass, wenn es einen Anlass gibt, sich ausdrückt. Wenn aber die Anlässe sehr schwach sind oder sogar gar keine sind, dann explodiert zum Schluss diese akkumulierte Aggression. Der Mensch kann aber gar nicht anders, als zum Schluss nach einiger Zeit aggressive Akte zu begehen, weil die aggressive Energie sich in ihm so aufgehäuft hat. Diese Theorie kann man auch nennen eine hydraulische Theorie, nämlich je mehr der Druck steigt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass schließlich das Wasser oder der Dampf explodiert. Lorenz hat ein ganz hübsches Beispiel gegeben, mit dem er diese Theorie illustriert. Das ist das Beispiel von seiner Tante in Wien. Das war eine Tante, die hat immer alle halbe Jahr ein neues Dienstmädchen angestellt. Das war noch in den alten Zeiten. Und wenn das Dienstmädchen kam, dann war sie immer ganz begeistert, hatte die größten Erwartungen. Und das dauerte für 1-2 Wochen. Dann langsam senkte sich die Temperatur. Und dann wurde sie kritisch, unzufrieden. Und nach ungefähr 6 Monaten wurde sie so wütend auf das Dienstmädchen, dass sie sie herausgeschmissen hat. Das spielte sich regulär alle 6 Monate mehr oder weniger ab. Nun, so Lorenz, das zeigt ja, wie die Aggression langsam akkumuliert wird und wie sie sich dann an einem bestimmten Punkt, wenn sie groß genug geworden ist, wenn der Druck stark genug geworden ist, sie sich entladen muss. Nun, das sieht vielleicht so aus, aber wenn man etwas mehr von Menschen versteht, als Lorenz das tut, obwohl er sehr viel von Tieren versteht, dann weiß man, dass das keine recht gute Erklärung ist. Ein Psychoanalytiker und nicht nur ein Psychoanalytiker, die meisten Menschen mit ein bisschen Einsicht, die werden annehmen, dass diese Tante eine sehr narzisstische, ausbeuterische Frau ist, die gerne möchte, dass wenn sie ein Dienstmädchen mietet, sie mit dem Gehalt nicht nur 8 Stunden Arbeit oder mit dem Lohn nicht nur 8 Stunden Arbeit kauft, sondern die Liebe, die Treue, die Anhänglichkeit, die Freundlichkeit und 15 Stunden Arbeit am Tag. So kommt sie immer mit dieser großen Erwartung dem neuen Mädchen entgegen, ist wohl auch am Anfang etwas nett und verführerisch zu ihr, weil sie schon vorausnimmt, dass wir die Richtige sein. Dann natürlich ist das Dienstmädchen durchaus nicht die Person, die ihren Erwartungen entspricht. So wird sie immer enttäuschter, wird wütend
schmeißt sie heraus in der Hoffnung, das nächste Mal wird sie die richtige finden. Da sie außerdem wahrscheinlich nicht viel zu tun hat, gibt das ihrem Leben etwas Drama und sie hat etwas zu erzählen. Wahrscheinlich ist es der Hauptgesprächsstoff, über den sie mit ihren Freundinnen reden kann. Nun, das hat gar nichts mit aufgestauter Aggressivität zu tun, sondern mit einer ganz bestimmten Charakterstruktur. Und ich bin sicher, zumindest die Älteren von Ihnen kennen eine ganze Reihe von Menschen, die, ob es nun noch Dienstmädchen gibt oder nicht, sich im entsprechenden Falle genauso verhalten würden. Manchmal sehen Sie es in Geschäftsbetrieben, wo ein gewisser Typ von Boss einen Angestellten sucht, eine Sekretärin, die erst ganz wunderbar erscheint, weil er meint, sie wird sich für ihn opfern. Sie wird ihr ganzes Leben nur für ihn leben. Dann sieht er, das ist nicht so. Dann wird er wütend, enttäuscht und dann kommt die Hoffnung auf die Neue. Die Theorie vom angeborenen Aggressionstrieb, auf deren Einzelheiten ich hier nicht eingehen kann, ist nicht so verschieden, obwohl sie verschieden ist, von einer älteren Theorie, nämlich der von Freud, die er ausgedrückt hat in der Theorie vom Todestrieb. Die Annahme von Freud seit den 20er Jahren war, dass in jedem Menschen, in allen Zellen, in aller lebendigen Substanz es zwei Triebe gibt. Der Trieb zum Leben und der Trieb zum Sterben. Und dieser Trieb zum Sterben äußert sich, oder zum Tode genauer gesprochen, äußert sich darin, dass er entweder nach außen gewendet wird, dann erscheint er als Destruktivität, oder nach innen, dann erscheint er als selbstzerstörerische Kraft, die zur Krankheit, zum Selbstmord oder, wenn vermischt mit sexuellen Impulsen, zum Masochismus führt. Der Todestrieb ist auch so, dass er einem Menschen etwas Angeborenes ist, der ist nicht bedingt von Umständen, der wird durch nichts erzeugt, sondern der Mensch hat eigentlich nur die Wahl, diesen Vernichtungs- oder diesen Todestrieb gegen sich selber oder gegen andere zu wenden. Und damit hat er eine recht tragische Wahl zu treffen. Und tatsächlich sind diese Theorien vom Eingeborenen, von der angeborenen Aggressivität seit vielen Jahren wenig populär bei den Wissenschaftlern. Im Ganzen wird in der Psychologie angenommen, dass die Aggressivität bedingt ist durch soziale Verhältnisse oder gelernt wird, wie das Behavioristen ausdrücken, durch ganz bestimmte Reize, durch die Kultur, durch und so weiter, durch viele Umstände. Aber gerade in der öffentlichen Meinung hat die Aggressionstheorie von Lorenz eine große Popularität gefunden, ich glaube aus den Gründen, die ich vorher erwähnt habe. Sie gibt eine Erklärung, die einen, der darüber hinwegtäuscht, dass man vielleicht etwas tun könnte, sondern die einem die gute Entschuldigung gibt, ja, alle diese Gefahren, alle diese Aggressionen sind ja doch eben dem Menschen angeboren und was kann denn der Mensch gegen seine Natur machen? Eben sehr wenig. Es hat ja schon immer die zwei Meinungen gegeben. Der Mensch ist von Natur aus böse, destruktiv, deshalb ist Krieg unvermeidlich, deshalb sind strenge Autoritäten unvermeidlich, denn man muss den Menschen kontrollieren, man muss ihn vor seiner eigenen Aggressivität schützen. Und die andere Idee, der Mensch ist gut von Natur, er ist nur schlecht durch soziale Umstände und wenn man die Umstände ändert, dann kann man das Böse im Menschen, die Aggressivität des Menschen reduzieren oder sogar ganz aus der Welt schaffen. Beide Meinungen haben mit sich gebracht gewisse einseitige Übertreibungen. Diejenigen, die von der natürlichen und angeborenen Aggressivität des Menschen sprechen, waren geneigt zu übersehen, dass es ja sehr viele gesellschaftliche Epochen, sehr viele Kulturen gibt und sehr viele Individuen gibt, in der die Aggressivität sehr gering ist. Und wenn die Aggression angeboren wäre, könnte ja das nicht so sein. Auf der anderen Seite aber waren die Optimisten, die gegen Krieg, für Frieden, für soziale Gerechtigkeit waren, oft geneigt,
die Bedeutung, die Stärke der menschlichen Aggressivität zu, nicht, wenn nicht zu verleugnen, so doch zumindest zu unterschätzen. Und einfach anzunehmen, ja, damit, es ist ja gar nichts im Menschen, was ihn zur Aggressivität führt. Und wenn man nur die Umstände verändert, von heute auf morgen wird der Mensch gut. Das war die Meinung der Philosophen der Aufklärung in Frankreich. Und diese optimistische Meinung kann man sogar noch etwas sehen, auch im Werk von Karl Marx und im Glauben der frühen Sozialisten. In diesen Darlegungen über Aggression, die ich Ihnen vortragen möchte, wird eine dritte Position eingenommen, obwohl sie der zweiten näher steht als der ersten. Nämlich in erster Linie gehe ich davon aus, in der Tat, wie viele Forscher glauben, wenn auch nicht alle, der Mensch ist viel destruktiver, viel grausamer als das Tier. Das Tier ist nicht sadistisch, das Tier ist nicht lebensfeindlich, aber die menschliche Geschichte ist ein Bericht von unvorstellbarer Grausamkeit und vorstellbaren Grausamkeiten und einer außerordentlichen Destruktivität. Von dem Standpunkt, von dem ich ausgehe, ist es nicht nötig, die Stärke, die Intensität der Aggressivität zu verkleinern. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass die Wurzeln der Aggressivität nicht im Tierischen liegen, nicht in den Instinkten, nicht in unserer Vergangenheit, sondern dass die menschliche Aggressivität, Grausamkeit, Zerstörungslust, insofern als sie größer ist als die des Tieres, ihre Begründung hat in den spezifischen Bedingungen der menschlichen Existenz. Die Aggressivität ist böse, die Destruktivität ist böse und nicht nur das sogenannte Böse, wie Lorenz meint, aber sie ist menschlich. Sie ist eine Möglichkeit, die im Menschen, in uns allen angelegt ist und die sich manifestiert, wenn der Mensch sich nicht in einer besseren, reiferen Weise entwickelt. Die menschliche Extraaggression, wenn man das so ausdrücken will, das heißt also die Aggression, die im Menschen größer ist, insofern sie beim Menschen größer ist als beim Tier, liegt im menschlichen Charakter begründet. Und bei Charakter verstehe ich Charakter nicht im behavioristischen Sinn, sondern Charakter im psycholytischen Sinn als ein System der Bezogenheit des Menschen zur Welt. Und in der Tat, mit Charakter verstehe ich etwas, wodurch der Mensch sich einen Ersatz für die tierischen Instinkte geschaffen hat, die bei ihm nur sehr schwach entwickelt sind. Was ich hier sage, mag vielleicht etwas theoretisch klingen, aber wenn Sie sich selbst fragen nach Ihren eigenen Erfahrungen, dann bin ich sicher, dass viele von Ihnen, ich hoffe wenigstens sehr viele von Ihnen, genau wissen, was man mit Charakter in diesem Sinne meint. Sie sicher haben schon Menschen gesehen, von denen sie sagen, sie haben einen sadistischen Charakter. Oder es sind hasserfüllte Menschen. Oder es sind gütige Menschen. Damit meinen sie ja nicht, dass der Mann einmal sadistisch gehandelt hat. Oder dass der Mann einmal destruktiv gehandelt hat. Oder dass der Mann einmal recht freundlich und gütig gewesen ist. Sondern sie beziehen sich auf eine Charaktereigenschaft, die sich durch sein ganzes Leben durchzieht. Es gibt sadistische Menschen, die nie sadistisch handeln, weil die Gelegenheit nicht da ist. Und nur die sehr feine Beobachtung kann da tatsächlich feststellen, kleine sadistische Handlungen. Und es gibt Charaktere, die ihrem Charakter nach nicht zerstörerisch sind, und doch kann dieser Mensch im Anfall der Wut einmal jemanden totschießen. Damit wird er aber nicht zu einem zerstörerischen Charakter. Wenn man davon ausgeht, dass das Böse menschlich ist, in der Existenz des Menschen begründet ist und nicht in seiner tierischen Vergangenheit,
dann vermeidet man auch ein logisches Paradox, dem man sonst schwer entgehen kann. Oder vielmehr, dem die Instinkttheoretiker schwer entgehen können, die nämlich die größere Aggressivität des Menschen aus der kleineren Aggressivität des Tieres erklären wollen. Wie sollte denn das sein? Man kann ja doch nicht annehmen, dass das, was der Mensch vom Tier ererbt hat, dazu führt, dass er viel aggressiver und destruktiver ist als das Tier. Sondern man muss logischerweise annehmen, dass das, worin er sich verschieden verhält vom Tier, nämlich durch die größere Grausamkeit, etwas ist, was er nicht vom Tier hat, sondern was in der Bedingung der menschlichen Existenz begründet liegt. Nun zunächst einmal ein Wort, wie es denn mit der tierischen Aggressivität steht. Zunächst einmal ist zu sagen, die tierische Aggressivität ist biologisch angepasst. Sie dient der Selbsterhaltung des Individuums und der Gattung beim Tier. Und sie wird mobilisiert, wenn vitale Interessen des Tieres bedroht sind von außen. Also eine Bedrohung seines Lebens, seiner Nahrung, seiner Beziehungen zu weiblichen Tieren, seines Territoriums und so weiter. Wenn diese Bedrohung vorliegt, dann reagiert das Tier und auch der Mensch mit Aggressivität oder mit Flucht, mit Davonlaufen. Wenn diese Drohung nicht besteht, dann wird keine Aggressivität mobilisiert. Diese Aggressivität ist im Gehirn vorhanden als ein Mechanismus, der ständig als Möglichkeit stimuliert werden kann, der aber, wenn kein besonderer Reiz, kein besonderer Anlass vorliegt, nicht sich aufspeichert und nicht zu Handlungen drängt, der also nicht dem hydraulischen Modell entspricht. Das ist zum ersten Mal sehr klar von dem Neurophysiologen Hess gezeigt worden, der gezeigt hat, welche Zentren oder welche Bereiche, besser gesagt, im Hirn Aggressivität erzeugen, wenn die entsprechenden Reize vorliegen, wenn eine Bedrohung von vitalen Interessen diese Zentren mobilisieren. Verschieden ist die Aggressivität des Raubtiers. Das greift ja nicht an, weil es sich bedroht fühlt, das greift an, weil es seine Nahrung sucht. Auch neurophysiologisch ist die Aggressivität des Raubtiers in anderen Zentren, in anderen Bereichen des Gehirns verankert als die defensive Aggressivität des Tieres. Und es ist zu sagen, dass im Allgemeinen die Tiere recht wenig aggressiv sind, außer in den Fällen, wo sie bedroht sind. Es gibt wenig Blutvergießen unter Tieren, selbst wenn sie kämpfen. Und es gibt gute Beispiele von Beobachtungen bei Schimpansen und Baboons und anderen Primaten, die zeigen, wie außerordentlich friedlich in Wirklichkeit das soziale Leben dieser Primaten ist. Es ist eine interessante Beobachtung gemacht worden von einem der großen Tierforscher, Zuckermann, in London, im Zoologischen Garten dort vor vielen Jahren, der die Baboons beobachtet hat. Und der zu dem Schluss kam, aufgrund seiner Beobachtungen, dass die Baboons außerordentlich aggressiv sind. Nun, das war im Zoo. Dann ist man aber gegangen und hat die Baboons in der Freiheit beobachtet, wo sie nicht eingesperrt waren, wo sie genügend Raum hatten. Und da hat sich herausgestellt, dass die Baboons gar nicht besonders aggressiv sind. Studien haben ergeben, dass die Aggressivität der Baboons im Verhältnis steht zu dem Raum, den sie haben, zu der Freiheit, die sie haben, zum Mangel an Beengung. Inzwischen hat man eine ganze Reihe von Untersuchungen gemacht. Es gibt vor allen Dingen drei große Untersuchungen über Schimpansen, nicht im Zoo, sondern in der Freiheit in Afrika. Und da stellt sich heraus, dass Schimpansen, die ja die Primaten sind, die dem Menschen am ähnlichsten sind, wenn sie auch unsere Vettern und nicht unsere Vorfahren sind, dass die Schimpansen ein außerordentlich friedliches Leben führen.
Es kommt kaum zur Aggressivität, es kommt wenig zu Streitigkeiten, es kommt sicher nicht zum Blutvergießen. Und man kann wohl sagen, wenn die Menschheit das Maß an Aggressivität hätte, das die Schimpansen zeigten, dann bräuchten wir uns um Krieg und Aggression gar keine Sorgen zu machen. Die ist außerordentlich gering. Dasselbe sieht man auch bei Wölfen. Der Wolf ist ein Raubtier. Natürlich, wenn er ein Schaf angreift, ist er aggressiv. Aber die Menschen haben sich vom Wolf das Bild gemacht, dass der Wolf ja ein ungeheuer aggressives Tier ist und verwechselt die Tatsache, dass seine Aggressivität, wenn er sich Futter sucht, und seine Aggressivität, wenn er sich kein Futter sucht. Die Wölfe unter sich sind recht unaggressiv, recht freundlich und es ist eigentlich recht ungerecht, wenn man die Aggressivität des Menschen damit bezeichnet hat, dass der eine Mensch sich zum anderen verhält wie ein Wolf zum anderen. Man könnte allenfalls sagen, wie ein Wolf zum Schaf, aber nicht wie ein Wolf zum Wolf. Die sind recht freundlich miteinander, weil die natürliche Aggressivität unter ihnen recht gering ist. Was sehen wir also, wenn wir ganz kurz überschauen, die Aggressivität unter den Tieren? Wir sehen, dass, und dasselbe gilt auch für den Menschen, aber bleiben wir zunächst einmal bei den Tieren, zu den Menschen komme ich später, wir sehen, dass die tierische Aggressivität nicht dem hydraulischen Modell folgt. Und zwar, dass das so ist, dass im Gehirn des Menschen angelegt sind Reaktionen, mit denen er unmittelbar auf Bedrohungen reagiert. Aber dass diese Reaktionen nur mobil gemacht werden, wenn die Bedrohung vorliegt. Wenn die Bedrohung nicht vorliegt, dann wird keine Aggression mobilisiert. Das heißt also, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn das Tier nicht bedroht ist, dann gibt es nicht dieses sich steigernde, ständig anwachsende Aggressivität, die schließlich zur Explosion führt. Sie können auch anders sagen, die Aggressivität des Menschen ist eine im Gehirn und biologisch angelegte Möglichkeit, aber sie ist nicht eine Notwendigkeit. Sie wird nicht manifest, wenn sie nicht durch bestimmte, der Lebenserhaltung dienende Umstände mobil gemacht wird, aktiviert wird. Sonst bleibt sie immer nur im Zustand einer sehr raschen Mobilmachung, aber sie wird nicht mobilisiert. Es ist das sehr wichtig zu sehen, mit Bezug auf eine These, die Gegensatz ist zur instinktivistischen These, nämlich der behavioristischen These, dass die Aggressivität nur gelernt ist, dass der Mensch nur durch Umstände aggressiv wird. Ja, so einfach ist es eben auch nicht. Denn wenn er die Aggressivität nur lernen müsste durch Umstände, dann würde sie ja nicht so rasch, so intensiv mobilisiert werden, wie das der Fall ist und wie es auch tatsächlich sein muss. Sondern es ist eben so, dass die Aggressivität biologisch als Anlage, als Möglichkeit da ist, die ungeheuer schnell mobilisiert werden kann, weil die ganzen neurophysiologischen Mechanismen da sind und funktionieren. Die aber, wie ich sagte, nur erst mobilisiert werden muss und die nicht ohne diese Mobilisation wirken. Man könnte sagen, um das vielleicht mit einem einfachen Beispiel zu erklären, wenn ein Mensch zur Verteidigung einen Revolver in der Nacht neben sich am Bett hat oder am Tag auf seinem Schreibtisch unter bestimmten Umständen, dann heißt das ja nicht, dass dieser Mensch nun ständig schießen will. Aber es heißt, dass im Fall einer Gefahr er den Revolver benutzt. Genauso ist unsere Gehirnphysiologie angelegt. Der Revolver ist in unserem Gehirn sozusagen gegeben. Die Möglichkeit zur raschen Reaktion auf Angriffe. Aber es ist nicht wie in der
instinktivistischen Theorie, dass das Vorhandensein dieser Bereitschaft dazu führt, dass der Mensch voller Aggression ist, die zum Schluss explodiert. Und nun noch ein Wort darüber. Hess, und das ist nicht nur Hess, sondern ist allen Neurophysiologen bekannt, hat festgestellt, dass der Mensch auf Gefahren nicht nur mit Angriffen, sondern, oder vielmehr das Tier, nicht nur mit Angriffen, sondern mit Flucht reagiert. Sogar häufiger mit Flucht als mit Angriff. Und der Angriff ist nur die Ultima Ratio, die eintritt, wenn das Tier nicht mehr fliehen kann, dann greift es an, dann kämpft es. Wenn man von einem aggressiven Instinkt bei Menschen spricht, dann müsste man genauso sprechen von einem Fluchtinstinkt bei Menschen. Und wenn die Anhänger der Aggressivitätstheorie durch der Instinkte sagen, und das ist ja auch populär sehr verbreitet, der Mensch ist ständig von Aggression angestachelt und die kann er mit großer Mühe nur kontrollieren, dann muss man sich einmal das Bild machen, dass es genauso richtig ist zu sagen, der Mensch ist von einem fast unkontrollierbaren Fluchtimpuls beseelt. Und diesen Fluchtimpuls kann er nur mit großer Mühe kontrollieren. Und das ist mindestens ebenso richtig wie die Meinung von dem aggressiven Impuls. Tatsächlich weiß jeder, der Kriege beobachtet hat, wie stark tatsächlich der Fluchtimpuls des Menschen ist. Und wir hätten nicht die Gesetze, dass Desertion bestraft wird, oft mit dem Tode, und dass alles getan wird, um den Menschen einzuhämmern, dass er nicht fliehen darf. Das alles wäre nicht da, wenn nicht die Neigung zur Flucht so stark wäre. Mit anderen Worten, der Mensch hat zwei von seinem Hirn gegebene Möglichkeiten, auf Attacken zu reagieren, mit Angriff oder mit Flucht. Aber beide, weder die Flucht, der Fluchtimpuls noch der Angriffsimpuls, sind tätig, wenn keine Attacke, wenn keine Bedrohung stattfindet und erzeugen nicht eine ständig wirkende und sich vergrößernde Aggressions- oder Fluchtleidenschaft. Wir haben gesehen, dass die hydraulische Theorie von der Aggression, wie sie von Lorenz und in gewisser Weise von Freud in der Todestriebtheorie vorgetragen werden, nicht haltbar ist, wenn man sich die neurophysiologischen Befunde ansieht, die zeigen, dass die Aggressivität des Menschen wie des Tieres nicht eine ständig wachsende, spontan vor sich gehende Triebregung ist, sondern mobilisiert wird von Reizen, von Anlässen, die eine Bedrohung der menschlichen Existenz oder der tierischen Existenz und ganz bestimmter vitaler Interessen bedeuten. Aber diese Theorie ist nicht nur unhaltbar aufgrund der neurophysiologischen Befunde, sondern sie ist auch unhaltbar aufgrund vieler anderen Tatsachen, wie wir sie in der Anthropologie, in der Paläontologie, in der Psychiatrie und in der Sozialpsychologie finden können. Wenn die Theorie richtig wäre, dann müssten wir ja annehmen, dass im Großen und Ganzen die Aggressivität bei allen Individuen und in allen Kulturen und Gesellschaften die gleiche ist. Wir könnten zwar verstehen, wie bei der Intelligenz, dass es Unterschiede gibt mit Bezug auf die Intensität, die doch aber immerhin recht relativ kleine Unterschiede sind. Aber im Großen und Ganzen müssten alle Menschen das gleiche Maß von Aggressivität und destruktiven Impulsen aufzeigen. Aber das ist in keiner Weise so. Beginnen wir einmal mit den anthropologischen Daten.
Es gibt eine ganze Reihe von primitiven Stämmen, und das ist ja auch recht bekannt zum Teil, in denen man ganz und gar nicht eine besondere Aggressivität findet, sondern ganz im Gegenteil einen Geist allgemeiner Freundlichkeit. Wenn man diese Stämme beschreibt, dann findet man eine ganze Reihe von Zügen, die ein Syndrom bilden, die zusammengehören, die ein Teil eines Systems sind, wenn Sie so wollen. Wenig Aggression, das heißt auch keine Verbrechen, kaum Mord, ferner kein Privateigentum, keine Ausbeutung und keine Hierarchie. Solche Stämme finden Sie zum Beispiel in Nordamerikaner bei den sogenannten Pueblo-Indianern, wie den Sunnis. Sie finden sie aber auf der ganzen Welt. Es ist kürzlich ein Buch erschienen, was eine sehr interessante Beschreibung darstellt, eines Stammes, der nicht wie die Pueblo-Indianer Bauern sind, die Agrikultur treiben, sondern Jäger sind. Und zwar ganz primitive Jäger, die sich nicht viel unterscheiden von den Jägern vor 30.000 Jahren. Das sind die Pygmäen in Zentralafrika. Die leben in einem Urwald. Es gibt kaum Aggression. Es wird natürlich jemand mal ärgerlich. Und dann schreiben manche Leute, diese These bestreiten, ja, das sieht man doch, da ist ja der Mann ärgerlich geworden. Nun, das ist natürlich eine etwas kleinliche Betrachtungsweise. Denn dazwischen, dass einmal jemand ärgerlich wird und dass er geladen ist voller Aggression, die ihn dazu führt, Kriege zu wollen und Menschen umbringen zu wollen und so weiter, das sind ja doch eben zwei ganz verschiedene Sachen. Es muss schon jemand sehr wenig Beobachtungsgabe haben, wenn er nicht den Unterschied bei Menschen merkt, die er kennt. Dass jemand einmal ärgerlich werden kann, dass das aber gar nicht heißt, dass er ein destruktiver oder hasserfüllter Mensch ist. Diese Jäger leben im Urwald. Sie fühlen den Urwald als ihre Mutter. Sie jagen so viele Tiere wie alle Jäger, als sie brauchen, als sie essen können. Die Frage, sich etwas aufzusammeln, das kommt natürlich gar nicht in Frage. Denn man kann ja nicht das Fleisch, wenn man nicht moderne Bedingungen hat, aufsammeln. Es wird eben gejagt, so wie man es braucht. Es gibt auch keinen großen Überschuss, aber im Großen und Ganzen genug zu leben. Deshalb gibt es kein Privateigentum und sie haben keine Führer. Wozu auch? Das Leben ist reguliert von den Notwendigkeiten der Situation und alle wissen, was man zu tun hat. Wenn Sie so wollen, gibt es unter diesen Stämmen eine ganz tief sitzende Demokratie. Keiner schreibt einem anderen etwas vor und es liegt auch kein Grund vor. Er würde auch gar keinen Vorteil haben, ihm etwas vorzuschreiben. Natürlich gibt es auch keine Ausbeutung. Wozu sollte man denn einen anderen Menschen benutzen? Um zu jagen, damit ich nicht zu jagen brauche, ja, dann wäre das Leben ja furchtbar langweilig. Und wozu sonst? Es gibt ja nichts, was er für mich tun kann. Das Familienleben ist friedlich, es ist im Großen und Ganzen herrscht Monogamie mit sehr leichter Scheidung, vor der Ehe freie Sexualbeziehungen, die Sexualität ist nicht von Schuldgefühlen begleitet, aber es ist, geht nicht ganz modern zu dort oder wie das jetzt ganz das Allermodernste ist, sondern es sind relativ stabile Ehen, in der die Menschen miteinander gut stehen. Sie heiraten gewöhnlich, wenn die Frau schwanger wird, und dann bleibt die Ehe meistens für ein Leben lang zusammen, die beiden Partner für ein Leben lang zusammen, außer wenn, was nicht so häufig ist, sie sich nicht mehr mögen. Die Menschen haben auch keine Sorgen, obwohl das mit dem Jagen gar nicht so einfach ist, denn manchmal kommen die Tiere nicht, manchmal gibt es schlechte Jahre. Aber sie haben ein Zutrauen zu dem Urwald, dass sie immer ernährt werden. Und sie sind nicht besessen von der Idee, dass man mehr gebrauchen muss, mehr sparen muss, mehr haben muss. Und deshalb sind sie im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Und wie ein anderer Ethnologe das ausgedrückt hat, solche Stämme sind eigentlich die wirklich affluente Gesellschaft. Nicht, weil sie so reich sind, aber weil sie nicht mehr wollen, als sie haben. Und das, was sie haben, genügt, um ein sicheres und auch
angenehmes Leben zu führen. Diese Art, dieses System, diese Struktur findet man, wie ich schon sagte, ähnlich bei einer Reihe von nordamerikanischen Indianern, bei diesen mittelafrikanischen Jägern, und es gibt eine ganze Reihe von Stämmen, wo man dasselbe findet, dieselbe Struktur. Und ich möchte sehr scharf betonen, dass es wichtig ist, hier immer das System und die Struktur zu sehen, statt einen Zug herauszugreifen. Wenn Sie nur sich fragen, ist die Aggressivität oder Nicht-Aggressivität, ja, dann ist das sehr schwer zu sagen. Dann können Sie sagen, ja, da gibt es viel Streit, da gibt es dieses oder jenes, und Sie wissen nicht genau, worum es handelt. Wenn Sie sich aber die Struktur ansehen, dann sehen Sie, dass Sie im Ganzen freundliche, nicht miteinander kämpfende, eifersüchtige Menschen vorliegen und dass der Mangel an Aggressivität ein logischer Teil des gesamten psychischen und auch sozialen Systems ist. Und Sie sehen auch, wie eng das psychische und das soziale System miteinander verflochten sind. Nun, Sie finden Ähnliches, sehr wahrscheinlich, wie eine Reihe von Forschern annehmen, unter vielen Stämmen der Jäger, die seit der Geburt des modernen Menschen, dass die ja merkwürdigerweise nur ungefähr 50.000 Jahre lang zurückliegt, wenn wir den Cro-Magnon-Menschen nehmen als den Prototyp des ganz modernen Menschen. Wenn wir den Neandertaler-Menschen nehmen, sind es 100.000 Jahre. Das ist ja aber alles eine sehr kurze Zeit, gemessen an Millionen von Jahren, in denen sich von den Menschen, Affen, die Entwicklung bis zu den allerprimitivsten Menschen herausgebildet hat. Also wenn Sie an diese Jäger denken, die vor vielleicht 30.000 Jahren gelebt haben, so gibt es eine Reihe von Annahmen, zumindest die besagen, dass auch dort ein friedlicher Geist geherrscht hat. Das Gleiche gilt für eine der interessantesten Epochen in der menschlichen Geschichte, die ein großer Forscher bezeichnet hat als die Neolithische Revolution. Die hat stattgefunden im Kleinasien oder mehr oder weniger in diesen Gegenden ungefähr 8000 Jahre vor Christus. Also vor ungefähr 10.000 Jahren, wo man den Ackerbau entdeckt hat. Und man muss betonen, wo sehr wahrscheinlich, obwohl man dafür keine Beweise hat, die Frauen den Ackerbau entdeckt haben. Nämlich entdeckt haben, dass man wildes Gras züchten kann zu essbarem Weizen oder was immer, dann Korn, wozu man immer das Gras gezüchtet hat. Die Männer waren nicht so erfinderisch. Die haben zur gleichen Zeit wahrscheinlich weiter gejagt oder haben sich Schafsherden angelegt und die betreut. Aber zum ersten Mal, erst vor 10.000 Jahren, hat der Mensch den Ackerbau entdeckt und hat damit entdeckt, dass man nicht nur das Essen braucht, zu essen braucht, was die Natur von sich aus spendet, sondern dass man selbst schöpferisch in den Naturprozess eingreifen kann und dass der Mensch mit seiner eigenen Vernunft, mit seiner eigenen Geschicklichkeit etwas erzeugen kann. Das ist, wie gesagt, erst vor kurzer Zeit geschehen. In diesen ersten, sagen wir mal, 4000 Jahren der Neolithischen Revolution, oder es kommt darauf an, wie Sie datieren, es ist sicherer zu sagen, von 8000 vielleicht vor Christus bis 4000, da finden Sie, dass auch höchstwahrscheinlich eine höchst friedliche Gesellschaft geherrscht hat, vielleicht in vieler Weise ähnlich der, die Sie bei den nordamerikanischen Dorfindianern finden. Wahrscheinlich sogar matriarchalisch organisiert. Kleine Dörfer, man hat ein bisschen mehr produziert, als man im Augenblick brauchte. Dadurch war man gesicherter, dadurch konnte die Bevölkerung sich vermehren. Aber man hat nicht so viel mehr angesammelt, dass einer auf den anderen neidisch werden konnte, dass man es anderen wegnehmen konnte. In dieser neolithischen Gesellschaft herrschte wahrscheinlich eine sehr, wie bei den Stämmen, die ich vorher erwähnt habe, eine sehr
genuine demokratische Form des Lebens und, wie ich schon sagte, wahrscheinlich mit einer sehr viel stärkeren Rolle der Frau und Mutter, als das später der Fall ist. Später nämlich, wie die Gesellschaft patriarchalisch organisiert wurde. Das fängt an so von 4000 zu 3000 vor Christus, wo alles sich ändert. Man produziert sehr viel mehr, als man verbraucht. Man schafft neues Land, dazu will man neues Land erobern. Man hat Sklaven, die Arbeitsteilung wird größer. Man hat Armeen, man hat Regierungen. Man führt Krieg und plötzlich entdeckt der Mensch, dass man andere Menschen benutzen kann, für einen selbst zu arbeiten. Und es entsteht eine ganz neue Situation mit einer Hierarchie, gekrönt von einem, an der Spitze ein König, der zunächst einmal der Stellvertreter Gottes ist oder der oft identisch ist mit dem hohen Priester. Und in dieser Situation entsteht dann sehr viel an Aggressivität. Denn nun kann man rauben, nun kann man wegnehmen, nun kann man ausbeuten. Und die natürliche Demokratie hat Platz gemacht einer Hierarchie, in der jeder gehorcht. An diesem Punkt darf ich vielleicht eine Bemerkung über die Ursachen des Krieges machen. Es wird sehr viel von den Instinktivisten gesagt und viele Menschen glauben das auch, dass der Krieg seine Ursache hat in den aggressiven Instinkten des Menschen. Nun, das ist sehr naiv und auch sehr falsch. Denn erstens einmal sehen wir ja, dass die meisten Kriege erst dadurch zustande kommen, dass die Regierungen ihren Bevölkerungen einreden, suggerieren mit allen Mitteln, dass sie angegriffen werden, dass sie ihre heiligsten Werte verteidigen, ihr Leben, die Freiheit, die Demokratie und was nicht. Und erst mit diesen Mitteln bringt man die Menschen in den Krieg. Und wenn dann der Rausch ein paar Wochen gedauert hat, dann ist es auch schon vorbei. Und dann muss man die Menschen bestrafen, wenn sie nicht weitermachen wollen. Ja, wenn der Mensch so aggressiv von Natur wäre, dass der Krieg tatsächlich die Erfüllung seiner aggressiven Instinkte wäre, dann hätten die Regierungen das gar nicht nötig, ganz im Gegenteil. Dann müssten sie ständig Friedenspropaganda machen, damit die Menschen nicht den Krieg wollen, damit die Menschen sie nicht bedrängen, ihnen doch dieses Ventil zur Aggressivität zu eröffnen. Und das ist, wie wir alle wissen, nicht der Fall. Man kann sogar sehr genau sagen, dass der Krieg als Institution wohl erst angefangen hat oder, wenn Sie so wollen, erfunden worden ist in der Zeit nach der Neolithischen Revolution, also dann, wo die Stadtstaaten sich gebildet haben, mit Armeen, mit Königen, mit der Möglichkeit, Krieg zu führen, Sklaven zu bekommen, Schätze zu rauben und so weiter. Da fängt der Krieg an. Organisierten Krieg gibt es wohl unter den Jägern und unter den primitiven Ackerbauern nicht, weil dazu keine Möglichkeit besteht. Was uns in diesem Zusammenhang interessiert, ist einfach die Tatsache, dass sowohl bei einer ganzen Reihe von primitiven Stämmen heute, bei den primitiven Jägern, bei den primitiven Ackerbauern der Neolithischen Revolution, dass wir in all diesen Stämmen ein System von großem Mangel an Aggressivität und von einer weitgehenden Freundlichkeit und Kooperation sehen. Wenn das so ist, dann allerdings kann man die hydraulische Instinkttheorie der Aggressivität ja nicht aufrechterhalten. Nun, wir finden weiter, dass sogar innerhalb einer Gesellschaft das Maß an Aggressivität sich sehr wandelt. Wir finden zum Beispiel in Deutschland, wenn Sie die Anfang der 30er Jahre nehmen, dass das Zentrum des Nazi-Erfolges, das war zum ganz wesentlichen Teil im alten Kleinbürgertum oder in den Offizieren und Studenten, die aus ihrer Karriere gerissen waren, aber es war gefühlsmäßig nicht im Mittelbürgertum oder im Großbürgertum. Ich will damit nicht sagen, dass sich diese Schichten nicht dem Nazisystem gefügt haben, aber es kamen die begeisterten Nazis nicht aus diesen Schichten und ganz gewiss nicht aus der Arbeiterklasse.
Da waren überzeugte Nazis, wie wir alle wissen, eher eine Ausnahme, obwohl auch die überzeugten Antinazis eine Ausnahme waren, die gekämpft haben. Aber das ist eine andere Frage. Sie sehen dasselbe in Amerika im Süden. Sie sehen, dass unter den armen Weißen im Süden ein ungeheures Maß an Aggressivität vorliegt. Viel größer als in dem Mittelbürgertum im Süden und größer auch als in der Arbeiterklasse im Süden oder auch im amerikanischen Osten, weil es sich hier um dieselben Schichten handelt, nämlich um Schichten, die an der untersten Seite am Boden der sozialen Pyramide stehen, die vom Leben wenig Genuss haben, die ungebildet sind, die sehen, dass sie langsam aus dem gesamten gesellschaftlichen Prozess verdrängt werden, die keine Anregung haben, keine Interessen haben und in denen sich aufspeichert eine ungeheure Wut, ein Sadismus, der in Menschen, die etwas schaffen, die sich im Mittelpunkt oder zumindest im nicht abgedrängt fühlen von dem gesellschaftlichen Prozess, sich nicht bildet. Die haben Interessen, die haben ein Gefühl, dass sie marschieren mit dem Rest der Gesellschaft und sie finden in all diesen Schichten nicht das gleiche Maß an Sadismus, an Aggressivität, wie sie das in ganz bestimmten Klassen finden, wie zum Beispiel dem alten Kleinbürgertum in Deutschland oder auch in gewissen Teilen von Amerika. Nun, Sie sehen denselben Unterschiede auch bei Individuen. Denken Sie mal, es kommt heute jemand zu einem Psychiater und sagt, Herr Doktor, ich hasse jeden Menschen. Ich hasse meine Frau, ich hasse meine Kinder, ich hasse meine Kollegen, ich hasse alle. Ja, für den Psychiater hat er damit eine Diagnose ausgesprochen. Und ich hoffe für die meisten Menschen auch, dass er nämlich krank ist. Man sagt nicht, naja, das ist ja ganz klar, der Aggressionstrieb ist hier tätig, sondern man sagt, dass der Mensch einen Charakter hat, der so ist, dass er ständig Aggressivität erzeugt. Und man fragt sich, wie ist denn der Mensch so geworden? Was sind die sozialen Umstände? Was ist die Familiengeschichte? Welche Erlebnisse hat der Mann gehabt? Um zu verstehen, warum in diesem Menschen, in dieser Charakterstruktur, sich eine so starke Aggressivität entwickelt hat. Aber man sagt nicht, wie das die Instinktivisten sagen, wenn sie über den Krieg reden, ja, da kann man ja nichts machen. Da zeigt sich eben nur wieder die Stärke der eingeborenen Aggressivität. Und jeder von uns weiß jedoch auch, dass er aggressive Menschen kennt. Und bei aggressiven Menschen meine ich jetzt nicht Menschen, die leicht aufbrausen, sondern meine ich zerstörerische, feindselige, sadistische Menschen. Und dass er freundliche Menschen kennt. Menschen, die ihn anmuten, nicht nur oberflächlich, sondern in der Tiefe, als menschenfreundlich, als nicht aggressiv. Und das heißt durchaus nicht als schwach oder unterwürfig. Wenn einer diesen Unterschied nicht merkt, dann ist er im Leben schlecht dran. Und viele Menschen sind schlecht dran, weil sie es nicht merken. Aber die meisten Menschen, die einigermaßen beobachten, wissen genau, dass dieser charakterologische Unterschied besteht. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Lorenzsche Theorie aufgrund der Anthropologie und der Sozialpsychologie nicht haltbar ist. Wir müssen uns jetzt einmal etwas genauer fragen, wie steht es denn mit der menschlichen Aggression? Wir haben bisher nur darüber gesprochen, warum sie nicht dem hydraulischen Bild folgt. Jetzt müssen wir versuchen, die Frage etwas positiver zu beantworten. Worin besteht sie denn? Da müssen wir davon ausgehen, dass man unterscheiden kann zwischen zwei Arten der Aggressivität bei Menschen. Eine, wenn Sie so wollen, biologisch angepassten, defensiven, die dieselbe ist wie beim Tier, und eine, die man beim Tier nicht findet, der spezifisch menschlichen Aggression, speziell der menschlichen Grausamkeit und der menschlichen Leidenschaft, sagen wir mal der Lebensfeindseligkeit,
des Hasses gegen das Leben. Ich komme im Einzelnen noch darauf zu sprechen. Aber bleiben wir zunächst einmal bei der ersten Art, bei der biologisch angepassten Aggressivität des Menschen, die gleiche ist wie beim Tier. Wir haben gesehen, dass Tier aufgrund seiner neurophysiologischen Organisation, die dieselbe ist wie beim Menschen, reagiert mit Aggression auf Bedrohungen gegen vitale Interessen. So tut's der Mensch. Aber beim Menschen ist diese Reaktion, diese reaktive oder defensive Aggressivität viel umfangreicher. Und zwar hauptsächlich aus drei Gründen. Erstens, das Tier erlebt Bedrohung nur in der Gegenwart. Das heißt, es erlebt, in diesem Augenblick bin ich bedroht. Der Mensch, weil er denken kann, weil er ein sehr viel größeren Neokortex hat als das Tier, kann sich die Zukunft vorstellen. Und deshalb kann der Mensch eine Bedrohung erleben, nicht weil sie jetzt existiert, sondern weil er sich ausrechnen kann, dass sie in der Zukunft existieren wird. Der Mensch reagiert also aggressiv, nicht nur auf die im Moment bestehende Bedrohung, sondern auf die in der Zukunft liegende Bedrohung. Er kann das, weil er Mensch ist, weil er sich die Zukunft vorstellen kann, was das Tier nicht kann. Nun, dies allein natürlich gibt dieser reaktiven Aggression einen viel größeren Umfang. Denn natürlich ist die Zahl der Menschen und die Zahl der Situationen, in denen eine Gefahr, eine Bedrohung in der Zukunft vorliegt, recht groß. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass man dem Menschen etwas suggerieren kann, dem Tier nicht. Man kann dem Menschen einreden, dass sein Leben, seine Freiheit bedroht ist. Dazu braucht man Worte, dazu braucht man Symbole. Dem Tier kann man nicht das Gehirn waschen, weil es dazu an den Symbolen, an den Worten fehlt. Dem Menschen aber kann man einreden, er ist bedroht. Und wenn man ihm einredet, er ist bedroht, dann ist seine subjektive Reaktion genau dieselbe, als ob er wirklich bedroht ist. Es macht ja gar keinen Unterschied für seine Reaktion, wenn er einmal glaubt, dass er bedroht ist. Und ich brauche ja nicht weiter darüber zu reden, in wie vielen Fällen Kriege dadurch möglich wurden, dass Regierungen den Menschen eingeredet haben, dass sie bedroht sind und damit die Aggressivität geschaffen haben, die man braucht, um die Menschen in den Krieg zu bringen. Und dann gibt es einen dritten Grund. Und das ist, dass der Mensch vitale Interessen hat, die nicht nur sind die seines Lebens oder seines Raumes, der Nahrung, sondern die wiederum damit zusammenhängen, dass er ein Mensch ist. Nämlich, dass er Werte hat, Ideale hat, Institutionen hat, mit denen er sich identifiziert. Dass ein Angriff auf diese Ideale, auf die Personen, die für ihn lebenswichtig sind, auf die Institutionen, die für ihn heilig sind, dieselbe Bedeutung haben wie ein Angriff auf sein Leben, auf seine Nahrung. Das kann sein, die Idee der Freiheit, die Idee der Ehre, die Eltern, der Vater, die Mutter, die Ahnen in gewissen Kulturen, der Staat, die Fahne, die Regierung, die Religion, Gott. Ja, es gibt natürlich im Leben des Menschen Hunderte und Hunderte von Werten, Institutionen, Ideale, die für ihn so lebenswichtig sind wie sein körperliches Leben. Wenn die bedroht sind, dann reagiert er auch mit Feindseligkeit. Wenn Sie also diese drei Faktoren zusammennehmen, versteht man, dass schon die defensive Feindseligkeit des Menschen, obwohl sie auf demselben Mechanismus beruht wie die defensive Feindseligkeit des Tieres, sehr viel größer ist, weil es viel mehr Bedrohungen gibt oder viel mehr Dinge als Bedrohungen erlebt werden, als das beim Tier der Fall sein kann. Der Mensch teilt mit dem Tier die biologisch angepasste defensive Aggressivität, die der Verteidigung seiner vitalen Interessen gegen Angriffe dient.
Darüber hinaus aber hat der Mensch Formen der Aggressivität, die sie beim Tier nicht finden, die biologisch nicht angepasst sind und die nicht der Verteidigung dienen, sondern die aus seinem Charakter stammen. Warum ein Mensch solche aggressionsträchtigen Charakter entwickelt, das ist eine komplizierte Frage, auf die ich hier nicht eingehen kann. Aber dieser aggressionsträchtige Charakter, der findet sich nur bei Menschen. Und um das zu erklären, glaube ich, ist es das Beste, wenn ich versuche, Ihnen ein Beispiel zu geben von einem aggressionsträchtigen Charakter, nämlich das Beispiel des sadistischen Charakters. Ich hoffe, dass Sie, ohne dass ich das hier zu erklären brauche, schon die Erfahrung gemacht haben, wie Sie einen sadistischen Charakter erkennen, woran Sie ihn erkennen. Aber vielleicht hilft es doch, das ein wenig genauer noch zu beschreiben. Zunächst einmal ein Wort über das Wesen des Sadismus. Sehr häufig versteht man unter Sadismus entweder nur die sexuelle Perversion, wo sexuelle Erregung, sagen wir, einem Mann davon abhängt, dass er eine Frau schlagen, körperlich schlagen oder misshandeln kann. Oder man versteht im Allgemeinen darunter auch über das Sexuelle heraus, dass Sadismus die Leidenschaft ist oder der Wunsch, einen anderen Menschen körperlich zu verletzen. Nun, das ist zwar eine Form des Sadismus, aber es trifft nicht das Wesen des Sadismus. Ich möchte sagen, dass das Wesen des Sadismus darin liegt, dass ein Mensch Kontrolle über ein anderes lebendes Wesen haben will. Vollständige, absolute Kontrolle. Das kann ein Tier sein, ein Kind, ein anderer Mensch. Aber es muss so sein, dass dieses andere lebende Wesen zum Besitz, zum Ding, zum vollkommenen Herrschaftsobjekt des sadistischen Menschen wird. Nun natürlich, wenn jemand einen anderen Menschen dazu zwingen kann, Schmerzen zu ertragen, ohne sich wehren zu können, wenn er erleben kann, wie der andere Menschen Schmerzen fühlt und leidet, ohne etwas dagegen tun zu können, dann natürlich ist das eine extreme Form der Kontrolle. Aber es ist nicht die einzige. Sie finden diese Form des Sadismus häufig in der sexuellen Perversion. Sie finden es auch, wenn Sie Menschen sehen in einem Lynchmob, oder wenn Menschen Grausamkeiten begehen und Lust an der direkten Grausamkeit, am Prügeln und Schlagen haben. Sie sehen das manchmal unter Lehrern, Sie sehen das manchmal in der Behandlung von Kriegsgefangenen, politischen Gefangenen und so weiter, oder nicht politischen Gefangenen auch. Da sehen Sie manchmal, wie diese Form des Sadismus, wenn auch nicht sexuell im engeren Sinne, so doch, sagen wir mal, eine warme, sinnliche Form des Sadismus ist. Aber das ist nur eine Form. Der viel verbreitete Sadismus ist, was man nennen kann, der kalte Sadismus, der gar nicht sinnlich ist und schon gar nichts mit der Sexualität zu tun hat, der aber ganz die gleiche Eigenart hat, der das gleiche Wesen hat wie der sinnliche und der sexuelle Sadismus, nämlich die Kontrolle, die Allmacht über einen anderen Menschen. Oder wenn Sie so wollen, einen anderen Menschen ganz in meiner Hand zu haben, wie Ton in des Töpfers Hand. Es gibt sogar gutartige Formen dieses Sadismus. Sie kennen die alle. Wenn ein Mensch, man findet das manchmal unter Müttern, manchmal unter Chefs, manchmal in allen möglichen Situationen, einen anderen Menschen kontrolliert, aber nicht zu seinem Nachteil, sondern zu seinem Vorteil. Er sagt ihm, was er tun soll. Alles, was er tun soll, ist ihm vorgeschrieben, aber es ist alles gut für ihn. Und es mag sogar gut für ihn sein, oder sagen wir besser, nützlich für ihn sein, nur dass er seine Freiheit vollkommen verliert.
nur dass er vollkommen unselbstständig ist. Manchmal finden Sie das in der Beziehung von Müttern zu Söhnen oder Vätern zu Söhnen. Und hier natürlich ist der sadistische Mensch sich vollkommen unbewusst, auch der kleinsten Regung des Sadismus, denn er meint es ja nur so gut. Und das Opfer des Sadismus ist sich dessen auch unbewusst, denn er sieht ja nur, wie er davon profitiert. Er sieht eben nur eins nicht, dass, wenn Sie so wollen, seine Seele Schaden nimmt, dass er ein unterwürfiger, abhängiger, unfreier Mensch wird. Ich möchte Ihnen zunächst einmal ein Beispiel geben von einer der extremsten Formen des Sadismus, wo ein Mensch die Leidenschaft hat der vollkommenen Allmacht, wo er omnipotent sein will, wo er Gott sein will. Das ist sehr schön dargestellt in einem Theaterstück von Camus, Caligula. Caligula, der römische Kaiser, ein Tyrann, hat unbeschränkte Macht. Das ist so in der Situation. Das geht. Er ist in einer politischen Situation, in der er eben diese unbeschränkte Macht hat. Er mag vielleicht gar nicht so verschieden von anderen Menschen gewesen sein, zunächst einmal. Aber dann kommt er in die Situation, wo er fühlt, wo er erlebt, dass er eigentlich außerhalb der normalen Bedingungen der menschlichen Existenz steht. Denn seine Macht ist unbeschränkt. So zunächst einmal verführt er die Frauen seiner Freunde, die wissen das, nicht nur, dass sie es herausfinden, sondern er macht es ihnen sehr klar, sie müssen aber kommen, höflich zu ihm sein und nicht nur höflich, freundlich, ihm schmeicheln. Sie dürfen sich, wenn sie nicht gemordet werden wollen, niemals einfallen lassen, ihren Ärger oder ihren Unwillen auch nur zu zeigen. Dann bringt er sie um, mal diesen, mal jenen, wie ihm gerade die Lust packt. Nicht, weil er sie umbringen will, sondern weil es ein Zeichen seiner Macht ist, seiner Allmacht ist, dass er umbringen kann, wem ihm gerade gefällt. Aber auch das befriedigt diesen Wunsch nach Allmacht nicht, denn schließlich ist auch das begrenzt. Und so äußert sich der Wunsch nach Allmacht, wie das Camus sehr schön ausdrückt, in dem, wenn Sie so wollen, symbolischen Wunsch. Caligula sagt, ich will den Mond. Nun, wenn er das heute sagen würde, würde das vielleicht etwas komisch klingen. Aber vor ein paar Jahrzehnten war das nur ein Ausdruck, ich will das Unmögliche. Ich will das. Ich will die Macht, die kein Mensch haben kann. Ich bin der Einzige. Ich bin Gott. Ich habe Kontrolle über alles und alles, was ich will, kann ich haben. In dieser Leidenschaft der absoluten Kontrolle versucht der Mensch, die Bedingungen der menschlichen Existenz zu umgehen, zu überschreiten, denn es gehört zur menschlichen Existenz, dass der Mensch keine Allmacht hat. Und sogar wenn er zu viele Macht hat, ist er tot. Der Faktor, der ihm zeigt, wie ohnmächtig er ist gegenüber der Natur. Camus beschreibt sehr schön, wie dieser Caligula eigentlich, wie er anfängt, gar nicht so anders ist vielleicht wie manche anderen. Und dann wird er verrückt. Er wird verrückt, weil er versucht, die Grenzen der menschlichen Existenz zu überschreiten, wie jeder verrückt wird, der das versucht und den Weg nicht mehr zurückfinden kann. Was wir hier sehen, ist, dass die Verrücktheit eigentlich keine Krankheit ist, wie wir das so gewöhnlich ansehen, sondern eine Weise, das Problem der menschlichen Existenz zu lösen. Nämlich die Ohnmacht, die dem Menschen innewohnt und die ihn quält, da er in seiner Fantasie keine Grenzen hat. Diese Ohnmacht zu verneinen, indem der Mensch sich so verhält, als existiere sie nicht. Aber da sie doch existiert, muss er seinen Verstand verlieren, wenn er an seinem Ziel festhalten will. Wenn Sie so wollen, ist das
nicht eine Krankheit, sondern eine Philosophie oder genauer gesagt vielleicht oder besser gesagt eine Form der Religion, nämlich der Versuch, die menschliche Ohnmacht zu verneinen, zu verleugnen, indem man in einer ganz bestimmten Form sich selbst vorspielt, dass sie nicht besteht. Nun sind wir ja keine Caligulas. Es ist zwar richtig, dass man vor 50 Jahren noch geglaubt hat, die Caligulas hätten nur in der römischen Geschichte existiert. Inzwischen haben wir im 20. Jahrhundert erlebt, dass es eine ganze Reihe von Caligulas gibt. In Europa, in Amerika, in Afrika, überall. Und die Caligulas sind all nach dem gleichen Maß geschnitten. Sie erleben unbegrenzte Macht und sie kommen nicht mehr los von der Leidenschaft, ihre Existenz dadurch zu lösen, dass sie verleugnen, dass ihre Macht nur begrenzt ist. Wir sehen das sehr klar bei Stalin, sowohl auch als bei Hitler. Die Beschränkung der menschlichen Existenz wird verleugnet und damit tritt eine bestimmte Art der Verrücktheit ein. Aber immerhin, die meisten Menschen sind nicht in dieser Lage. Und das ist ein Ausnahmefall. Die meisten Menschen müssen sich damit begnügen, soweit sie Sadisten sind, das heißt, soweit sie Kontrolle wollen, diesen kalten Sadismus in bescheideneren Formen auszuleben, aber in solchen, die ihnen Befriedigung geben. Sie sehen so häufig, dass Eltern sich sadistisch benehmen gegen ihre Kinder, komplette Kontrolle haben wollen. Das ist heute nicht mehr so häufig, weil sich die Kinder das nicht mehr so leicht gefallen lassen. Aber vor 20, 30, 40 Jahren war das sehr häufig. Und jeder Arzt weiß, wie viele Fälle es gibt, wo Kinder eingeliefert werden in Krankenhäuser, mit recht erheblichen Verletzungen von Schlägen und Misshandlungen von Eltern. Und das ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz von den wirklichen sadistischen Misshandlungen, die vorkommen. Denn nach dem Gesetz sowohl wie nach dem Brauch können ja Eltern ziemlich alles machen mit den Kindern, was sie wollen, solange sie nur behaupten können, es geschah zum Wohl des Kindes und solange die körperlichen Anzeichen der Misshandlung nicht zu drastisch sind. Vom Maß der Kontrolle und sogar direkt sadistischer Misshandlungen zwischen die von Eltern ausgehen, darüber könnte man Bücher schreiben, aber man braucht es eigentlich nicht, denn jeder, der darüber nachdenkt, weiß das, wie häufig das geschieht und gewöhnlich natürlich mit den besten Absichten. Sie finden dasselbe bei vielen Lehrern, bei Krankenschwestern, bei Gefängnisbeamten, die ja in einer Situation sind, dass sie fast absolute Macht haben über andere Menschen. Die Macht ist nicht die des Caligula, sie müssen auch gehorchen. Sie sind ganz kleine Leute, die nicht viel zu sagen haben. Aber gegenüber den Kindern, gegenüber den Kranken, gegenüber den Gefangenen, da haben sie relativ große Macht. Und so finden sie eine große Zahl von Sadisten in diesen Berufen. Damit will ich nicht sagen, dass die meisten Lehrer oder Krankenschwestern Sadisten werden. Im Gegenteil, es gibt bestimmt eine große Zahl von Menschen, die Lehrer oder Krankenschwestern werden, weil sie einen sehr tiefen Impuls haben zu helfen, weil sie freundlich zu Menschen eingestellt sind, weil sie Menschenliebe haben. Ich spreche aber von denen, wo der Impuls der entgegengesetzte ist und die sich gewöhnlich nicht bewusst sind, dass unter den Rationalisierungen, die sie sich machen, in Wirklichkeit eine Leidenschaft besteht, zu kontrollieren. Sie finden es im Großen und Ganzen sehr häufig unter Bürokraten. Ich will Ihnen ein ganz einfaches Beispiel geben, was Sie sicher selbst schon auch beobachtet haben. Denken Sie mal an den Mann hinter dem Postschalter. Da haben schon 15 Leute gewartet und um 6 Uhr, wo die Dienststunde schließt, warten noch 2.
genau auf den Schlag. 6 machte den Schalter zu. Die 2 Leute, die schon eine halbe Stunde gewartet haben, müssen gehen. Und sie sehen ein ganz leichtes Lächeln in dem dünnen Mund. Ein leichtes, sadistisches Lächeln. Er genießt es, dass diese 2 Leute nun gehen müssen. Dass er die Macht hat, dass sie da umsonst gewartet haben und morgen wiederkommen können. Er könnte ja vielleicht noch eine Minute zugeben. Aber nein, das würde der menschenfreundliche Mensch tun. Und das tun auch viele in derselben Situation. Der Sadist gibt nicht nur Macht Schluss, weil es Schluss ist, sondern er genießt es. Und wenn er auch kein großes Gehalt bekommt, so ist dieser sadistische Genuss für ihn auch ein Stück Gehalt, was er gar nicht missen möchte. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben von einem Sadisten, der viel schlimmere Sachen gemacht hat, als nur kontrollieren. Das ist Heinrich Himmler. Ich lese Ihnen einen kurzen Brief vor, den er geschrieben hat an einen höheren SS-Führer, den Adalbert Graf Kotulinski, in dem er Folgendes schreibt. Lieber Kotulinski, Sie waren sehr krank und haben stark mit dem Herzen zu tun gehabt. Im Interesse Ihrer Gesundheit lege ich Ihnen für die Dauer von 2 Jahren ein völliges Rauchverbot auf. Nach Ablauf dieser 2 Jahre wollen Sie mir ein ärztliches Gesundheitszeugnis einreichen. Danach werde ich entscheiden, ob das Rauchverbot aufgehoben wird oder aufrechterhalten bleibt. Nun, das heißt Kontrolle. Das heißt auch Demütigung. Er behandelt diesen erwachsenen Menschen wie einen dummen Schuljungen. Er schreibt ihm in dieser Weise, dass er sich gedemütigt fühlen muss. Er kontrolliert ihn, er lässt noch nicht einmal den Doktor, den Arzt ihn kontrollieren und sagen, ob er wieder rauchen kann, sondern er wird entscheiden, wann er wieder rauchen kann. Nun, das finden Sie bei vielen Menschen, die nicht berüchtigt geworden sind wie Himmler als Sadisten durch viel grausamere Dinge der Kontrolle, als dieser Fall es hier anzeigt. Ein anderer Zug im bürokratischen Charakter ist, dass der Bürokrat die Menschen als Dinge ansieht. Sie werden zu Sachen. Er hat keine Beziehungen zu ihnen als Menschen. Ein anderer, dass ihn nur reizt der Hilflose, nicht der nicht hilflos ist. Der Sadist ist gewöhnlich feige einem Überlegenen gegenüber. Aber der hilflos ist oder den er hilflos machen kann, wie ein Kind, ein Kranker oder unter bestimmten politischen Umständen ein politischer Gegner, der reizt seinen Sadismus. Da hat er nicht wie ein normaler Mensch Mitleid oder einen gewissen Sinn der Würde, dass er nicht einen hilflosen Menschen schlagen will, ganz im Gegenteil. Seine Hilflosigkeit reizt ihn, weil sie die Basis ist, die vollständige Kontrolle über ihn auszuüben. Und was weiter für ihn charakteristisch ist, ist eine übertriebene Ordnungsliebe. Ordnung ist alles. Ordnung ist das einzig Sichere, das Einzige, was man kontrollieren kann. Und Menschen, die einen übertriebenen Ordnungssinn haben, sind gewöhnlich Menschen, die Angst vor dem Leben haben. Denn das Leben, das ist nicht ordentlich. Das ist spontan, das bringt Überraschungen. Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die vom Tod. Aber was mit dem Leben geschieht, das ist immer neu. Der Mensch aber, der sadistisch ist, der selbst unbezogen ist, für den alles zur Sache wird, dieser Mensch hasst das Lebendige, weil es ihn bedroht. Aber er liebt die Ordnung. Es ist zum Beispiel charakteristisch für Himmler, dass er ein Tagebuch geführt hat, als er 14 Jahre war, für 10 Jahre, mit den banalsten Einträgen, wie viele Brötchen er gegessen hat, ob der Zug pünktlich war. Alles das, jede Kleinigkeit, die er tat, musste rubriziert werden. Oder er führt eine Korrespondenzliste, auch schon als junger Mann, über alle Briefe, die er geschrieben hat und empfangen hat. Das ist Ordnung. Und so kann man sagen, das ist die Ordentlichkeit eines bestimmten Typen, des altmodischen Bürokraten.
für den das Leben nichts ist, die Ordnung und die Regel aber alles. Es ist zum Beispiel interessant, dass Eichmann, als man ihn gefragt hat in Jerusalem, ob er Schuldgefühle hat, er wurde von einem sehr menschlichen Psychiater dort befragt und er fühlte sich dabei auch anscheinend ganz frei. Und da sagte er, ja, er hat Schuldgefühle. Und als der ihn fragte, ja, warum denn? Da sagte er, weil er zweimal als Kind in der Schule geschwänzt hat. Das war gar nicht klug von ihm als Angeklagter in dieser Situation. Wenn er hätte klug sein wollen, hätte er sagen können, er hat Schuldgefühle, dass er so viele Juden umgebracht hat. Aber er war ganz aufrichtig und das war ihm ganz natürlich. Da hat er die Ordnung verletzt. Und dem Bürokraten war das einzige Sündige, wenn man die Ordnung verletzt, wenn man der Regel entgegen handelt. Und das, was Sie noch am sadistischen Charakter finden, als ebenso typischen Zug, ist seine Unterwürfigkeit. Man wünscht zu kontrollieren den Schwachen, aber man hat zu wenig Leben in sich, um ohne die Unterwerfung unter einen Stärkeren leben zu können. Himmler zum Beispiel hat Hitler zum Idol gemacht, hat gesagt, das ist ein neuer Jesus und alle solchen Dinge. Oder wenn es nicht ein Mensch ist, dann ist es die Geschichte, die Vergangenheit, die Natur. Mächte, die stärker sind als einen und von denen glaubt man, denen muss ich mich unterwerfen. Ich unterwerfe mich dem der höheren Macht, was die immer auch sein muss, aber die schwächer sind, die kontrolliere ich. Das ist das System des bürokratischen Sadisten und des kalten Sadisten im Allgemeinen. Außerordentlich treffend ist für das, was ich hier beschrieben habe, das ist die Charakterisierung vom Himmler durch Karl J. Burckhardt, der Völkerbundskommissar in Danzig war seiner Zeit. Der schrieb über Himmler, er ist unheimlich durch den Grad konzentrierter Subalternität, durch etwas engstirniges Gewissenhaftes, unmenschlich Methodisches, mit einem Element von Automatentum. Das ist die Beschreibung des kalten Sadisten. Nun können Sie fragen, wäre der Himmler denn ganz anders gewesen, wenn er nicht in diese Situation gekommen wäre, wenn es keinen Nationalsozialismus gegeben hätte? Was wäre denn dann für ein Mensch geworden? Ja, da muss man wohl sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dann wäre er ein beispielhafter Beamter geworden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei seiner Beerdigung der Pfarrer und der Vorgesetzte gesagt hätten, hier ist ein Mann, ein guter Familienvater, der die Kinder liebte und der seine ganze Energie seinem Beruf, seinem Amt, der Organisation gewidmet hat. Es ist richtig, das war Himmler auch. Man muss sich klar sein, dass auch der sadistischste Mensch irgendwo ein Bedürfnis hat, sich selbst zu beweisen, dass er ein Mensch ist, dass er auch freundlich sein kann. Ich glaube, man kann sagen, wenn ein Mensch sich das nicht beweisen kann, dass er irgendwo auch menschlich ist, dann ist er nah am Verrücktwerden. Denn dann erlebt er eine Vereinsamung von der gesamten Menschheit, die kaum jemand aushalten kann. Und tatsächlich ist es so, dass nach vielen Berichten die Mitglieder der Einsatzkommandos, die die Exekutionen von politischen Gefangenen, Juden und Russen und so weiter vorgenommen haben, dass viele von ihnen verrückt geworden sind, eine Reihe Selbstmord begangen haben und seelisch krank geworden sind. Einer der Leiter dieser Einsatzkommandos schreibt sogar, dass man den Leuten zeigen musste, wie human und militärisch die Vernichtung der Juden vor sich gegangen ist, nämlich durch Schießen, Erschießen oder Vergasen, damit sie nicht in ihrem seelischen Gleichgewicht gestört werden. Ich glaube, man kann sagen, dass es viele Himmler gibt, viele Sadisten, die nur deshalb nicht ausdrücklich Sadisten werden, weil die Gelegenheit nicht da ist. Aber ich glaube, es wäre ebenso falsch zu denken, dass in uns allen ein Himmler ist.
dass wir alle die sadistischen Anlagen haben und nur bei bestimmten Gelegenheiten die herauskommen. Das ist genau der Punkt, über den ich hier spreche. Es gibt sadistische Charaktere und es gibt nicht sadistische Charaktere. Manche Menschen, die sadistischen Charaktere, die werden manifeste Sadisten, wenn die Umstände dafür günstig sind. Andere werden keine Sadisten, auch wenn die Umstände günstig sind, weil sie einen anderen Charakter haben. Und es ist sehr wichtig für die Menschen, darüber sich ein Bild zu machen und zu lernen, welche Menschen Sadisten sind und welche Menschen es nicht sind. Und sich nicht davon ablenken zu lassen, dass ein Mensch sehr freundlich ist und zu Kindern und Tieren freundlich ist und dieses oder jenes Gute tut, sondern sich den ganzen Charakter anzusehen und zu sehen, was denn hinter dem Bewusstsein, hinter dem gesamten Verhalten dieses Menschen wirklich steckt, was die Grundzüge seines Charakters sind und was die mehr oberflächlichen kompensatorischen Züge sind. Ich glaube, wenn wir mehr verstünden über den Charakter und nicht so leicht beeinflusst wären von dem manifesten Verhalten von Menschen, dann wäre das ein sehr großer Gewinn, nicht nur für unser persönliches Leben, sondern auch für Politik, wo der Mensch, bevor die Katastrophe kommt, sehen sollte, ob Sadisten oder Nicht-Sadisten es sind, die seine politischen Geschicke leiten wollen.